Uff da, der Serious Nico ist wieder da. Jawohl, wir sind wieder zurück bei Let's Play GTA 4 und wir haben in der letzten Folge den Undertaker gespielt, jawohl. Und haben den guten McGrary-Bruder endlich begraben. Ja, der ist endlich unter der Erde, nachdem wir da ja zwei Anläufe für gebraucht haben, weil wir in der Kirche plötzlich ohne Waffe da standen. Wie können wir denn auch nur? So, jetzt sind wir wieder zurück. Mal wieder starten wir hier. Boah, da vorne kommt ein geiles Auto, das will ich. Oh. Und die Cops stehen daneben und es interessiert sie nicht. Und warum interessiert ihr das nicht? Richtig, weil wir Ausländer sind. Das interessiert die Cops nämlich nicht. Als Ausländer hast du hier keine Rechte in diesem Land. Weg! So. Deswegen glauben wir nämlich jetzt auch im Ausländer sein Auto. So läuft es doch voll. So, jetzt gucken wir mal. Oh, wir sind ja falsch abgebiegen. Ja, abgebogen. So, jetzt können wir uns entscheiden. Gehen wir zu Bernie? Gehen wir zu Gary oder gehen wir zu Jimmy? Was machen wir? Natürlich, wir fahren zu unserem Schwuppenkollegen. Zu Bernie! Jawohl, zum Vater von Curry. Auf geht die wilde Fahrt. Den holen wir uns. Ja. Oh, Alter. Was war da los? Von dem Vergasungsmotor da drin. Okay. Dann sind wir gleich beim guten Bernie und dann bin ich mal gespannt, was der gute Mann von uns möchte. Warum sind die ganzen Autos denn hier zerdellert? Was ist denn hier passiert, sag mal? Sind hier alle tot oder was? So, ich muss da mal gerade vorbei, dankeschön. Das gefällt Bernie bestimmt, das Auto. Das findet er mega heiß. Du hast das Ziel erreicht. Ja, und wo ist er jetzt? Ah, er hat wieder den Hintereingang benutzt. Der kleine Bernie. Komm hinein. Ach Mann, wo ist der denn schon wieder, ey? Dass der aber auch immer echt in die tiefsten Löcher hier rein muss. Das ist unfassbar. Gucken, ob wir da mit unserem großen Gefährt auch reinkommen. Sieht gut aus, oder? Ja, vielleicht ein bisschen. Mit ein bisschen Schwung und ein bisschen Druck. Überdruck aufbauen klappt nicht, ne? Okay. So, jetzt haben wir ein Problem. Das Auto steckt fest. Scheiße, Mann. Naja, okay. Macht nichts. Hoffentlich passiert uns das gleich jetzt nicht gleich bei Bernie. Oh, oh, was hat der denn da für ein Auto, Alter? Geiler Scheiß. Wo ist er? Bernie? Bernie? Vielleicht ins Auto hier einsteigen? Ich weiß es nicht. Thank you, Bryce Dawkins. Ach so. The cash for this didn't come out of city funds. Ach so, das ist jetzt das Auto, was wir geschenkt bekommen haben. Alter. Das ist ja der Hammer. Boah, was für eine coole Karre. Huch. Boah, pass mal auf, wir rufen erstmal Brucey an. Ja, Brucey möchte ja sowieso angerufen werden, deshalb rufen wir den jetzt mal an. Und fragen wir, ob er ein Rennen für uns parat hat. Ich würde unglaublich gerne mit dem Auto jetzt ein Rennen fahren. Hammer. Hey, man, I feel like winning something. You got any races? You are number one, man. The greatest of all time. There's another one for you, bro. The street race. To Star Junction. You love it, man. Okay, begib dich an die Startlinie. Boah, das ist mega, das Auto. Alter, was hat das Ding unter der Haube? Ey, das wüsste ich gerne mal. Star Junction? Ich weiß, ist das hier in... Da, wo wir uns gerade befinden? Ich weiß es gar nicht. Alter. Was für ein PS-Monster. Ich hätte abbiegen müssen, ne? Ah, ich habe einen Sportwagen, Mann. YOLO. Was ist hier zurück? Ach so, ja, ich fahre da so rum, Mann. Ist doch egal. Boah. Alter, wie die am Ziehen ist, krass. Oh. Ups. Aber er kann weiterfahren, ist ja gar kein Problem. So. Oh, da sind sie ja schon, die Herrschaften. Drehen wir mal gerade noch ein Rötchen. Und dann würde ich mal sagen, auf jeden, wa? Und los. Gewonnen. Oh oh. Next time, stay out of my way. Entschuldigung. Da ist so ein Blutfleck da vorne drauf. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Das ist das, was ich nie wollte. Ein Blutfleck auf meinem Auto. Okay. Ja, wie gesagt, wir haben eigentlich schon gewonnen. Wir haben schon vor dem Antritt gewonnen. Mit der Kiste gewinnst du, glaube ich, so gut wie jedes Rennen. Außer natürlich fahren alle das gleiche. Das ist natürlich eine andere Geschichte. Aber hier sind wir natürlich klar überlegen.
Hallo. Lässt sich halt auch verdammt geil steuern, ne? Das muss man halt auch dazu sagen. Das ist mit eines der besten Autos, glaube ich, sogar in GTA 4, ne? Ich weiß, ich meine aber schon. Also ich kenne zumindest kein besseres. So, einmal hier rechts rum, oder was? Ja, hier rechts rum. Läuft. Und dann wieder zurück, den ganzen Spaß. Was geht denn? Ist eine gute Strecke, ne? Kann man gut fahren. Eins von fünf Runden. Ja. Herzlichen Dank auch. So. Und die zweite Runde beginnt. Weißt du, bei solchen Rennen kann man natürlich nie viel quatschen, ne? Das ist halt immer das Ding. Aber da muss man einfach den PS-Schub genießen. Die volle Ladung Action, Freunde. Hier bei Sarraza. Was? Huch! Oh nein! Mein Auto! Alte Butterbirne. Kann ja wohl nicht wahr sein. Was ist das denn hier jetzt? Kann man hier nirgendwo durchfahren, hör mal. Weil ich glaube, wir haben so viel Vorsprung, wir könnten theoretisch dann auf die rote Ampel warten. Also nach Verkehrsregeln fahren und hätten, glaube ich, immer noch eine Runde Vorsprung oder so. Also eine ganze Runde wahrscheinlich nicht, aber wir sind schon gut dabei. So. Brumm, brumm. Ui. Das wollte ich jetzt nicht, aber ging alles gut, glaube ich, ne? Ja, doch. Wir fahren noch und wir stehen noch, also ist alles in Ordnung. So, hier mal ein bisschen Stoff geben, Alter. Yo! Oh, oh, Cops. Hallo. Komm, kommen wir da durch? Jo, läuft. So schnell können die Autos gar nicht nachladen, ne? Merkst du? Oh. Natürlich, die Taxis wieder. Es sind immer die Taxifahrer, die an hier eine Strichdurchrechnung machen. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare... Oh, da ist noch so ein Auto, wie wir haben. Guck mal. Hammer in Grün auch noch. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie es denn bei euch mit Rennen aussieht, also mit Motorsport sozusagen, ob ihr Motorsport mögt oder nicht, oder ob ihr es ganz in Ordnung findet oder sowas, und wie ihr auch zu Videos zu Motorsport-Videospielen quasi steht. Letztens habe ich gesehen, es gibt jetzt ein neues Formel-1-Game. Ich habe mir tatsächlich schon mal überlegt, ob man vielleicht nicht mal eine Runde Formel-1 zocken könnte. Sowas wäre natürlich auch für ein LPT mega lustig einfach. Glaube ich. Das gibt ja so einen coolen Online-Modus bei dem Game, glaube ich. Oder auch Project Cars wollte ich ja damals machen. Das hat sich dann der gute Mafuyu gekrallt. Ist ja auch vollkommen in Ordnung gewesen. Aber so allgemein könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr denn zu Videospiel, wie denn zu Let's Plays quasi von Rennspielen steht. Würde mich mal interessieren. Ich habe zwar immer Bock auf Rennspiele, aber ich weiß nicht. Früher habe ich immer Dirt gespielt. Das allererste... Colin McRae Dirt. Alter, das war so geil. Da hattest du quasi so ein Screen gehabt, sozusagen. Und hast halt ganz unten angefangen und dann ging das immer weiter hoch und es wurden immer schwieriger. Immer weniger Rennen, aber es wurde immer schwieriger. Und du bist dann durch, keine Ahnung, mit irgendwelchen Monster-Trucks musstest du dann durch irgendwelche Canyons und sowas fahren. Also das erste Colin McRae Dirt, das war so hammergut. Und dann haben sie aus dem Ding ja so ein bisschen... Ja, als Colin McRae, ich glaube, Colin McRae ist er. Also er ist zumindest verunglückt, aber gestorben ist, weiß ich gerade gar nicht. Ich glaube aber schon. Ich will es jetzt gerade nicht beschreien. Auf jeden Fall, seitdem dieses Unglück eben war, und ich glaube, er ist verstorben, haben sie das Ganze ja eben mit Ken Block dann weitergeführt und diese ganze Ken Block-Serie mit diesem. Ja, mit diesem, ja, weiß ich nicht, mit diesem. Nicht Street Racing, aber mit diesem Offroad Racing war dann irgendwie. Es war komisch, es war halt so ein Turnierrennen, es waren abgesteckte Parcours und das fand ich irgendwie scheiße. Ich fand's geiler, als man durch die Wildnis noch gepäst ist. So richtig Rallye halt eben. Und dann bei Colin McRae Dirt 2 und dann gibt's ja noch jetzt das neue Colin McRae Dirt. Das haben sie ja so Early Access mäßig rausgehauen, das habe ich noch nicht angespielt. Wollte ich aber auch mal einen Let's Test auf jeden Fall zu machen. Ja, du Arschgesicht, Alter. Ja, das ist toll. Das ist toll. Muss erstmal ein neues Auto finden. Schaff das mal hier.
Alter. Jetzt fahren sie mich auch noch über den Haufen. Das ist ja wohl skandalös, oder? Und ich glaube, damit haben wir das Rennen tatsächlich doch noch verloren. Das gibt's doch gar nicht. Jetzt macht der da so lange rum. Och, Nico, Alter. Jetzt muss er es erstmal kurz schließen. Ja, das Rennen haben wir verloren tatsächlich. Das ist ja der Hammer. Damit hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gerechnet. Weil noch haben wir nicht verloren. Hallo. Also die zwei da vorne kriegen wir auf jeden Fall noch. Aber den anderen, der ganz vorne rausfährt, der mich umgefahren hat, weiß ich nicht. Wenn der nicht irgendwie einen fetten Unfall oder so baut, kriegen wir den nicht mehr. Das ist sehr ärgerlich. Ja, natürlich. Na? Bist du gegen ein Auto gefahren, du Idiot? Ach, ärgert mich das jetzt. Weißt du, da fährst du 7 Minuten lang fast 5,5 Minuten lang wirklich gut. Und dann kommt da so eine Butterbeere, die gerade die Straße wechselt. Aber halt auch wie, weißt du? Fährt erst auf der einen Spur, wechselt dann die Spur und wechselt dann nochmal die Spur. Unfassbar. Fahr, Mann! Nee, ich glaube, der ist schon über alle Berge da vorne. Den kriegen wir nicht mehr. Ne, der ist schon im Ziel. Also, Zweiter sind wir nur geworden. Das ist ein bisschen enttäuschend. Ach, wir haben sogar direkt verloren. Ach, krass. Kann auch wohl die Vase. Dafür rase ich jetzt in die Menschenmenge da vorne. Ist mir egal. Also die Autos. So. Meine Aggressionen freien Lauf lassen. Manu! So. Taxi. Ich brauche ein Taxi. Ich brauche erstmal ein Taxi. Lass uns fahren. Wo fahren wir denn hin? Lass uns zu... Ach komm, wir holen uns ein Auftragsattentat. Auftragsattentat, Auftragsattentat. Da. Machen wir das jetzt noch in dieser Folge und dann... Wobei, wir hätten auch zu einer Mission fahren können eigentlich, ne? Ach komm, wir steigen in das Taxi nochmal ein. Lass mich mal raus hier. Ich würde doch gerne nochmal mitfahren. Das sind doch die besten Taxikunden, oder? Fahren wir mal zu Jimmy. Nicht zu Gary, sondern zu Jimmy. Dankeschön. Und das sind jetzt nochmal... 21. Das ist schon ordentlich. Hey, ganz ruhig, Kollege, ganz ruhig. Ich habe Kontakte zur Mafia. Ich würde das vielleicht an deiner Stelle mal nicht tun. Mach dich fort. Es ist besser für dich. Ich habe Mafia-Kontakte. Ach ja, stimmt. Da oben stand ja so ein cooles Auto drin. Oh, wir haben einen Daumen hoch für Packy. Warum? Danke für die Aktion auf der Beerdigung. Du bist ein guter Mann. Das war Wahnsinn. War natürlich das Letzte, was Ma brauchte. Hab gesehen, dass du mit Kate geredet hast. Du listiger Bastard, diese Augen sehen alles. Ah. Ich werde bald deine Schwester vögeln, Packy. Deal with it. Da steht das schöne Auto drin. Dann holen wir uns dann gleich mal raus. So. Schauen wir mal, was es diesmal gibt. Pegorinos. Habe ich nicht gelesen. Ja. I'm here to see Mr. Pegorino. Well, I didn't think you were here to sell me insurance. So, you here to work for him, shoot him, or arrest him. Or maybe all three. It's okay, Mrs. P. I'll deal with this. Yeah, I'm in a life-threatening situation. Ach ja, richtig. Das können wir sogar wegdrücken. Denn die Mission hatten wir ja schon mal gemacht. Als ich dann geschafft habe, ihn trotzdem zu retten. Und wir dann aber, ja, sozusagen... verpeilt haben, oder ich habe verpeilt, dass wir die Typen nicht töten sollten, sondern sie einfach nur verfolgen sollten. So, bist du drin jetzt, oder was? What are you waiting for? Hit it! Let's go! So, sorry, dass ihr jetzt den Dialog euch nochmal anhören müsst, aber wir fahren jetzt erstmal zur alten Refinery. What the fucking road? You guys are all friends now? Nice. You best hope you made a good first impression on Nico, boys. He's gonna be the one looking out for you during this meet. Well... he's being paid to look out for me, so saving you guys' asses will be overtime. That's just if the shit goes down, right, boss? The battles wouldn't fuck with you. Wake up, you fucking mook!
Everybody's trying to fuck everybody. We're just hoping they got the manners to smile to our faces before they do it. You giving them a nice little offering, though, Skip. They ain't gonna turn up their noses at that. God, give me strength. It's like I'm dealing with children here. No wonder I ain't on a commission when my muscle is this stupid. If the Pavanos is a Liberty City family, what are they doing coming out to Alderney for this meet? I let them operate out here from time to time. The Manos work a little shy business on this side of the West River. They also control a few bookies. I don't mind them taking a bite. I don't even make them give me a taste. Hopefully, they're gonna respect that when it comes time to asking them for a favor. You can't be too confident if you've got me here. Your insurance. I'm the captain of this ship because I look at every possibility. Check to make sure my ass is covered in each situation. I think about what's gonna happen if this guy screws me, if this one turns states, and so on. That's why you're the boss, boss. Shut up! Jesus, you're worse than my mother. Anyways, that's why Ray ain't ever gonna make it to the level he wants to reach. He's too busy thinking about himself. That diamond fuck up is case in point. I'm like a fucking chess player. You're covering me for six moves ahead when me and the Pavanos is just putting our first pawns out there on a checkerboard. Ah, I like what you did there, Skip. Real clever. Can you do me a favor? Can you just shoot yourself to save me the trouble of doing it? Can you, Marco? Give him the right. So. Also, gebt ihm das Gewehr. Wir müssen jetzt also erstmal dem guten Pegorino ein bisschen Feuerschutz geben. Und nachdem wir das geschafft haben, müssen wir ihm hinterherrennen und müssen ihn nochmal beschützen. Dann müssen wir mit ihm in ein Auto steigen und dann... Was lag da unten? Ich hab's genau gesehen. Was ist das? Eine Knarre. Munition. Nice. Okay. So, jetzt düsen wir erstmal hier die Treppen wieder hoch. Das kennen wir ja auch schon zu Genüge. Falscher Eingang. Wo war das nochmal? Ah, hier drüben, genau. Richtig. So. Mach mal zu da. Drück ich mal weg. So, bewache Pegorino. So, hier runterhüpfen ging ja auch nicht, ne? So, holen wir uns die Typen nämlich erstmal von hier oben. Dann rennen wir jetzt runter und holen uns den Rest. Das ist ein Plan, oder? Das ist doch ein Plan, Freunde. Wenn das mal nicht klappt. Nee, das klappt nicht. Dann gib es aber. Okay. So, und jetzt rennen! Wo ist hier einer? Wow! Alter! Du musst das wieder. Ich hab keine. Alter, ich hab keine Lebensenergie mehr. Ich kotze. Ich kotze im Strahl. Wir haben keine Lebensenergie mehr, ne? Das ist doch scheiße. Das kotzt. Na komm, hoch, Mann. Tot. Das Ding ist, wir dürfen jetzt wirklich von keinem angeschossen werden. Ansonsten ist das Ding hier wirklich durch. Also, warum steht denn der noch? Mit dem los? Ist der untötbar oder was? Was machen wir jetzt? Stirb endlich. Schnauze. Siehst du überhaupt niemanden, Mann? Wenn wir das jetzt mit der Lebensenergie schaffen, dann fresse ich einen Besen. Wir gehen hier lang. Wir gehen doch lieber hier lang, glaube ich. Pam! Okay. Shotgun und auf. Nein, das war's. Fick doch die Hände, Mann. Fick einfach die Hände.
Diese Mission ist so nervig, ne? Das glaubt ihr mir gar nicht. Es ist nicht meine Mission. Ich verstehe es einfach nicht. Na komm, schick mir die E-Mail. Oh. Naja, ich mache an dieser Stelle mal einen kleinen... Nee, ich mache keinen Schnitt. Ich mache keinen Schnitt. Ich lasse das so, wie es ist. Ungeschnitten, Bros. Guck mal, ich drehe extra noch das Auto um für den alten Fettsack. Mein Gott, ey. Weißt du, wir sorgen schon extra dafür, dass er nicht angefahren wird, nicht angeschossen wird. Los, beweg deinen Arsch, Mann. What are you waiting for? Hit it! Let's go! Boah, ey. Dieser Typ, ne? Was ich halt nicht verstehe, wer hat denn bitte bei Rockstar Games damals für diese Kontrollpunkte gesorgt? Das ist ja mega frustrierend. Da erinnere ich mich gar nicht mehr dran. What the fuck is up with the diamonds? I don't know. I was just doing what Ray told me to. I didn't get where I am by believing what every schmuck told me. You ain't the type of guy to follow orders if they ain't your interest. You're a smart guy, Skipper. Shut up, Pete. I'm surprised you can even speak when your lips are always puckered up kissing my ass. Ray was helping me out with something, so I helped him with the diamonds. I ain't gonna do shit for him no more. I don't like the way he does business. Things got too complicated. Damn right they did. Dad Ice was a real fuck-up. Ray didn't go through the correct channels. Guy who owned the diamonds, Gay Tony, is in with the enchiladas. A lot of people said those diamonds were theirs. Tell me about it. But I don't give a shit about them other people. What I'm worried about is our involvement with getting back to Gay Tony and his connections. We got a lot riding on this meeting with the Pavanos. Want to keep relations sweet with at least one of the families that got a seat on the commission. You're gonna get a seat on that commission real soon, ain't you, boss? About time Alton got some representation in the city. Don't tell me what's due to me. I've been waiting for this and working hard for this for years. Alton ain't worth nothing without me. My old man, God rest his soul, didn't have the balls to bring the family to the level I got it to. I'm gonna get that seat because of what I done. Sit down next to John Gravelli if he survives that long and run all of Liberty City. The whole country, baby. The Pavanos, are they gonna offer you a seat? Give him so. The rifle! Ja, her mit der scheiß Knarre, Marco, Mann. Ich knall gleich deinen Boss ab, Alter. So, wehe, wir schaffen das jetzt nicht, da krieg ich einen Anfall. Kann ja wohl nicht sein, dass wir jetzt schon zum dritten Mal diese scheiß Mission hier versuchen. Nur weil ich einfach unfähig bin. Munition da unten lasse ich jetzt liegen. So. Wie gesagt, da drücken wir weg. Und dann holen wir uns mal die Typen. Also erst den, der bei Pecorino steht, was eigentlich egal ist, weil der wird sowieso verletzt. Da kannst du noch so vorsichtig das Ganze angehen. Der wird sowieso verletzt. Ich weiß nicht warum oder was wir falsch machen, aber er wird sowieso auf jeden Fall verletzt. Da können wir tun, was wir wollen. So, komm her, du Pisser. Ich rasiere jetzt die Glatze, Junge. Sobald die Typen hinten kommen. Pam. Warte ich noch, bis die Typen gleich aus dem Auto steigen. Da sind sie. Na komm, lad nach, Nico. Ich glaube, der ist noch nicht tot. Der ist es aber, sehr gut. Okay. Pistole und auf geht's. Ich kann das Mikrofon ein bisschen nach vorne tun. So. Jetzt nichts wie hinterher da. Ey, der alte Mann stirbt und ist wieder weg. Krieg ich einen Rastermanover. Aber sowas von harten Rastermanover, dass ich hier nie wieder mich für die Straße traue. Das ist natürlich auch mit einer Pistole. Denkbar scheiße, aber ist egal. Es geht. Es geht, es geht. Was ist denn eigentlich, wenn wir hier hochlaufen einfach? Können wir nicht einfach hier rumlaufen? Nee. Mann, verreck doch einfach, Junge. Doch, wir könnten theoretisch auch einfach hier rumlaufen, glaube ich. Weiß nicht, ob das funktioniert. Wir gucken einfach mal. Wir werden es sicherlich gleich erfahren. Pam. Hat funktioniert. So, weiter drücken.
und hinterherfahren. Hol Perions Geschenk von den Pavanos zurück. Ach so, okay. Das heißt, ich muss den einfach nur hinterherfahren. Und sie vielleicht ein bisschen anrempeln oder so. So vielleicht. People like that give Italians a bad name. Whatever happened to the honor society and all that shit? Can't say I know. They didn't even send a fucking capo. This is a declaration of war. The Pagarinos and the Pavanos are hitting the mattresses. You heard it here first. I saw it through the scope on that rifle. We're gonna get that gift back and make this crew pay for their disrespect. Come on. Och ja, weißt du, das ist wieder so gescriptete Scheiße. Das ist doch Kacke. Oh. Mein Gott. Manchmal, ne? Na? Scheiß Cop. Mann. Oh oh, du stehst sehr ungünstig, Kollege. Wie hier langfahren, ne? Dann wäre hier gar nichts los. Oh Gott. Aha. Alter. Ist das euer Scheiß ernst, Mann? Junge! Boah. Wie der da auf einmal anfängt nachzuladen. Ich krieg zu viel, Alter. Ich glaube, ich spinne. Here you go. You're a good earner, Nico. Take me back to my place. Oh. Alter, fängt der da mittendrin an nachzuladen, Alter. Das wär's schon wieder beinahe gewesen. Ey, yo, kein Bock mehr gehabt, ernsthaft. I can't believe that Pavanos would treat me like this. Pegorino name should mean something to them. It means something in Alderney. Even if it don't in Algonquin. They better not think of crossing that West River and not looking over their shoulders. Too bad about Marco and Pete. Marco and Pete? Oh yeah. Those guys didn't make it, did they? Well, too fucking bad. They knew what they were signed on for. Weren't complaining on the way out, were they? No, they weren't. Happy to be on board with the skipper. Yeah, well, they seemed like good kids. Ah, these kids come and go. It ain't worth paying attention to them until they prove they can survive. I just move on and hire some wannabe wise guys off the street. It's that simple? Has to be. I only start paying attention to my crew when they start putting me in an awkward position, either because they know too much in my rat, or because they got too much power and they're too smart to get themselves clipped. Ray was nothing to me until he started earning big and sticking his nose in places it didn't belong. Rats seem to get everywhere you don't want them to be. The only way you know is by finding their shit all over the place in the morning. Phil's different. He's been my man for a while. I mean, how much can I do with a guy who ain't a full Italian? He's 90% Irish. It don't do too well for the reputation of us Pegorinos, having St. Patrick that high up in our organization. You see the respect we're getting out on the street? Jesus! Ja, das ist doch ein ziemlich erbitterter Kampf zwischen den Pegorinos und den Povaros. Auf den Namen habe ich jetzt richtig ausgesprochen, ich weiß es nicht. Haha, kacke, ne? So, und jetzt bringen wir den alten Pegorino wieder zurück nach Hause und dann haben wir die Mission endlich geschafft. Bei noch freue ich mich nicht, noch könnte irgendwie ein PC-Absturz oder ein Spielabsturz dazwischen kommen. Von daher bin ich noch vorsichtig, was die Freude angeht. Wie gesagt, aber diese Kontrollpunkte, ich kann mich da gar nicht mehr dran erinnern. Das ist voll krass. Ich dachte eigentlich, dass die Kontrollpunkte bei GTA 4 schon relativ gut gesetzt waren, deswegen gab es so wenig Frustpotenzial. Aber scheinbar habe ich das falsch in Erinnerung. Keine Ahnung. Aber ich dachte, das wäre anders gewesen. Scheinbar nicht. Ah, easy weasy, man. Alles easy peasy. Boah, halt die Klappe, man. Ich hab so ein Zwirn hier, ey. Macht er mich da blöd von der Seite an, der alte Sack. Wo soll er, dass er noch lebt? You did good, kid. Kept your head when everyone else was losing theirs. Sometimes literally. We're gonna need your skills again soon. Arrivederci. Ja, doch. Nico ist auf jeden Fall ein Guter. So viel kann man sagen. Und ich würde sagen, mit dem Guten verabreden wir uns dann morgen um 16 Uhr wieder. Denn dann geht's weiter mit GTA 4. Bis dahin. Boah, alter Schwede. Einfach mal gerade eben eine halbe Stunde gebraucht. 12 Minuten Rennen gefahren, das für einen Arsch war, weil wir es eh verloren haben. Und dann
auch noch diese wunderschöne Mission, die wir auch zweimal machen mussten. Ich hätte kotzen können. Naja, wenigstens haben wir die Scheißmission jetzt endlich hinter uns und können uns neuen Aufgaben widmen, neuen tollen Sachen hier bei Let's Play GTA 4. Bis dahin.